Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Erst die Attentate in Frankreich und Dresden und nun der schreckliche Anschlag von Wien. Wir als Europäerinnen und Europäer dürfen uns durch solche Taten auf gar keinen Fall spalten lassen, sondern müssen eng zusammenstehen, um dem islamistischen Terrorismus und dieser wirklich virulenten Gefahren unserer Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Nur gemeinsam werden wir unsere Werte gegen die Feinde der Freiheit, der Demokratie und auch der Vielfalt verteidigen. Und da kann ich es wirklich nicht ernst nehmen, wenn ausgerechnet die Feinde der Freiheit, der Demokratie und der Vielfalt auf der rechten Seite dieses Hauses sich hier aufschwingen, genau die Werte, die sie eigentlich im Grunde zutiefst verabscheuen, auch noch verteidigen zu wollen. Ihr Antrag ist voller Hass. Und die Alibi-Maßnahmen, die Sie da drin stehen haben, ja, sind auch noch so unkonkret. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die AfD hier vorlegt, ist falsch und deshalb abzulehnen. Stattdessen brauchen wir substanzielle Maßnahmen, die unsere Sicherheit und das gesellschaftliche Zusammenleben effektiv verbessern. Nun wütet der islamistische Terror schon einige Jahre in Europa. Die Muster von Taten und Tätern ähneln sich, aber die Konsequenzen bleiben weitgehend aus. Wir müssen endlich besser werden bei der Gefahrenerkennung und bei der Überwachung von Gefährdern und Netzwerken. Immer wieder begehen Menschen Anschläge, die schon längst im Blick der Sicherheitsbehörden waren, deren wahre Gefährlichkeit aber nicht erkannt wurde. Instrumente wie Radar-ITE sind gut und wichtig. Wir müssen aber grundsätzlich zu einer besseren Koordination der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden kommen, Prioritäten vereinbaren, klare Verantwortlichkeiten im GTAZ festlegen. Unsere Vorschläge liegen dazu seit langem auf dem Tisch, meine Damen und Herren. Der Fall in Wien legt den Finger in eine weitere Wunde der Sicherheitspolitik, und das ist das Thema Prävention und Deradikalisierung. Obwohl wir seit Jahren darüber diskutieren und auch hier immer wieder Konzepte vorgelegt haben, gibt es kein bundesweites Präventionsnetzwerk, in dem alle regionalen Stränge zusammenlaufen. Das muss sich dringend ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen auch endlich ran an das Umfeld der Täter. Und da gebe ich auch dem österreichischen Bundeskanzler, ich hätte nicht gesagt, dass ich das mal sagen würde, unumwunden Recht, wenn er sagt, es geht hier nicht um Religionsausübung. Aber wir müssen verhindern, dass Menschen Religionen missbrauchen, um ihre verfassungsfeindlichen Strategien zu verfolgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dem Islamismus entschlossen entgegenzutreten, ist das Gebot der Stunde. Sie von der AfD und Ihre Anträge brauchen wir dafür ganz sicher nicht. Und wenn ich Ihnen zum Schluss noch einen Rat geben darf, wenn Sie wirklich etwas zur Sicherheit im Land und zum gesellschaftlichen Frieden beitragen wollen, dann fangen Sie doch gerne bei sich selber an. Löschen Sie Ihre Twitter- und Facebook-Accounts, hören Sie auf, Hass und Hetze zu verbreiten und beenden Sie Ihre Versuche, die Gesellschaft zu spalten. Damit können Sie wirklich einen Beitrag leisten, anstatt dem Kalkül islamistischer Terroristen auch noch zu entsprechen. Ganz herzlichen Dank. Es sei mir der Hinweis noch einmal gestattet, am Ende einer Rede lasse ich keine Fragen und Bemerkungen mehr zu. Das Wort hat der Kollege Axel Müller für die CDU-CSU-Fraktion.